Heute machen wir hier bei Aktien mit Kopf eine Aktienanalyse zu Rivian Automotive, den vollelektrischen Automobilproduzenten, der gerade sein Börsendebüt gefeiert hat. Hallo und herzlich willkommen bei Aktien mit Kopf, finanzielle Freiheit durch logisches und langfristiges Denken. Mein Name ist immer noch Kolja Barkhorn und da es sich um tatsächlich den größten Börsengang dieses Jahres handelt, kann man schon mal sagen, dass der Sonntag gerettet ist, auch wenn das Wetter etwas dunkel langsam wird. So ist es eben an der Börse so, dass die Kurse bei einzelnen Aktien richtig rapide weiterhin nach oben schießen. Und wir schauen uns heute mal an, ist denn dieses Unternehmen, dieses Rivian Automotive, das Unternehmen, in was man jetzt investieren kann, um eben in Zukunft von der immer weiteren Marktdurchdringung der elektrischen Fahrzeuge zu profitieren. Ich habe jetzt auch gerade neulich wieder eine Nachricht gelesen, dass jetzt Tesla mittlerweile schon mehr Autos in Deutschland verkauft als Porsche. Das heißt, man kann schon sagen, die elektrischen Fahrzeugproduzenten sind auf dem Vormarsch. Ob das jetzt alleine durch die ganzen Steuervergünstigungen ist, da kommt morgen ein Podcast mit Roland Elias dazu. Zum Beispiel, dass man eben auch, wenn man so ein elektrisches Fahrzeug kauft, wesentlich bessere Steuerkonditionen bekommt, auch wenn man das als Firmenwagen beispielsweise benutzt, oder ob es tatsächlich eine natürliche Nachfrage ist, ist ja jetzt erstmal für die eigentlichen Automobilproduzenten in erster Instanz gar nicht so wichtig. Fakt ist einfach, die machen einfach einen immer höheren Anteil der Automobile aus, auch wenn es natürlich insgesamt noch sehr niedrig ist. Aber schauen wir mal eine Dekade zurück ins Jahr 2009. Ich dachte zum ersten Mal, als ich diesen Robert Scaringe gesehen habe in einem YouTube-Thumbnail, hä, warum macht jetzt Steve O kein Jackass mehr, sondern gründet eine Elektromobilitätsfirma. Aber 2009 hat er sich damals gedacht, okay, ich möchte eben elektrische Fahrzeuge bauen und zwar vor allem erstmal mit Sportwagen anfangen. Das war also das erste Automobil, welches produziert werden sollte und zwar auch von Anfang an voll elektrisch. Seit 2011 hat man gleichzeitig auch angefangen, im Bereich autonomen Fahren sehr, sehr viel zu investieren und sehr viel zu forschen. Und das ist auch jetzt heute im IPO-Prospektus ganz ausgewiesenes Ziel, dass die Automobile von Anfang an mit dieser Idee konzipiert und jetzt auch produziert werden, dass man eben auch Ride-Sharing, Carsharing-Modelle und so weiter darauf aufbauen kann. Ja? Diese Sportwagenpläne wurden dann aber später erstmal verworfen. Warum? Das weiß man nicht so genau. Bei Tesla war es ja auch so, dass man ganz am Anfang diesen Roadster produziert hat und der war ja extrem teuer. Ich glaube, der ging so bei $120.000 los, also einfach nur für ein paar Reiche zum Herumspielen. Aber so ist es ja auch häufig bei technologischen Entwicklungen, dass diese erstmal in einem ganz oben angesiedelten Preissegment losgehen und dann nach und nach immer mehr in diesen Massenmarkt und den Technologietransfer aus diesen teuren Autos in die günstigeren Autos und so weiter vordringen. Im Jahr 2016 hat man dann neben natürlich einigen Finanzierungsrunden, die man dann natürlich auch machen musste, eine Fabrik in den USA von Mitsubishi gekauft. Und diese Fabrik in der Nähe von Illinois, die ist auch jetzt eigentlich die einzige wirkliche Fabrik, in denen auch die Automobile hergestellt werden. Mehr dazu aber gleich noch. Und dann die ersten großen Vorstellungen von Automobilen gab es dann im Jahr 2018. Und zwar einmal den R1S und den R1T. Und zwar auf einer Automesse in LA. Das finde ich immer auch das Interessante, wenn man sich überlegt, schaut mal, 2009 hast du die ersten Ideen, gründest ein Unternehmen und dann fast 10 Jahre später stellst du dann einen Prototyp her. Da geht natürlich eine Menge Ausdauer mit rein und ich werde euch gleich auch noch so ein bisschen, gerade weil wir hier damals ja auch ein Video zu Nikola Motors gemacht haben und dem ja fast schon verrückten Trevor Milton, muss man einfach so sagen, wie es ist, einen kleinen Vergleich machen zum Gründer Robert Scaringe, weil jetzt auch schon hier auf dem YouTube-Kanal in einem Community-Tab schon so die ersten Vergleiche aufgekommen sind, so von wegen, das wird das nächste Nikola und so, dazu sage ich gleich noch was. Diese Automobile wurden dann beide zwischendurch immer mal wieder auch umgenannt, es handelt sich hierbei einerseits um ein
SUV und eben auch um ein Pickup Truck. Und das kann man eben auch sagen, im September 2021 wurden jetzt die ersten paar Modelle ausgeliefert. Es gibt auch schon ein paar YouTuber, die damit rumgefahren sind und so Reviews dazu gemacht haben, ist eigentlich ganz interessant auch immer anzuschauen. Und man kann hier sagen, tatsächlich ist also Rivian, ein Unternehmen, welches es vor 15 Jahren noch nicht mal gab, jetzt das erste Unternehmen auf der Welt, welches einen voll elektrischen Pickup-Truck produziert und auch verkauft. Ja, so viel erstmal dazu. Dazu kann man natürlich auch schon mal sagen, Glückwunsch. Jetzt kommt ja bald auch Ford mit seinem elektrischen Pickup. Dann nächstes Jahr wahrscheinlich irgendwann auch der Cybertruck und andere Hersteller wie Hummer oder auch GM und so weiter wollen ja auch alle nachziehen. Aber die, muss man immer wieder sagen, haben ihre Hausaufgaben gemacht und haben hier das erste Modell, was eben auch nicht an irgendeiner Strippe erstmal den Berg hochgezogen werden muss, damit es überhaupt seine vier Räder in Gang setzt. Nein, es ist tatsächlich fahrbar und sieht auch gar nicht so schlecht aus und hat wohl einige sehr interessante Funktionen. Ja, so viel erstmal dazu. Aber ein bisschen noch zurück. 2019 gab es von Amazon ein Investment und zwar von insgesamt 700 Millionen Dollar. Das hat also nicht komplett Amazon investiert, aber die waren der größte Investor zu diesem Zeitpunkt und die haben auch nochmal jetzt vorm Börsengang ziemlich clever ein bisschen nachgekauft für 200 Millionen, sodass sie jetzt insgesamt 22% des Unternehmens besitzen. Also kann man schon mal jetzt sagen, für alle Amazon-Aktionäre auf jeden Fall schon mal bis jetzt ein sehr guter Deal, weil ungefähr ja, knapp eine Milliarde investiert und jetzt bei der aktuellen Börsenbewertung von zuletzt bis zu 120 Milliarden, also das Kapital schon mal ordentlich vertenbergert. Ja. Ford hat aber auch insgesamt 500 Millionen neben ein paar anderen Investoren investiert und jetzt gab es dann eben halt im Oktober den Börsengang. Wie gesagt, am Anfang war das Unternehmen noch nicht so stark bewertet, ging aber richtig durch die Decke und hat aktuell einen Börsenwert von 120 Milliarden US-Dollar. Man muss sich das vorstellen, also mehr Wert auch als Ford, mehr Wert sogar als BYD, mehr Wert als NIO, die ja aus China auch schon elektrische Fahrzeuge und so weiter schon länger produzieren und eigentlich, was den Stand der Produktion und so weiter angeht, schon sehr viel weiter sind. Aber kann man sagen, auch wenn der Gründer hier eher so moderat konservativ auftritt, ohne große Versprechen und so weiter, ohne großen Hype, ja, der wirkt auf mich sehr bodenständig, wurde die Aktie extrem durchgehypt, ohne Umsätze aktuell und mit einem Verlust von wahrscheinlich bis zu 2 oder 3,5 Milliarden Dollar im Jahr 2021. Bevor wir jetzt aber zum Geschäftsmodell des Unternehmens kommen und zum Ausblick der Aktie, ein paar Worte noch zu Robert Scaringe, der auch mit RJ abgekürzt wird, aber bei Karate Tiger hat er nicht mitgespielt. Aber jetzt mal Spaß beiseite, ich habe mir sehr viele Videos, eigentlich fast alles angeschaut, was ich von und über ihn finden konnte bei YouTube. Da waren Interviews bei CNN, bei CNBC oder auch bei anderen YouTubern irgendwo in der Gondel, wo die da hochgefahren sind. Und der wirkt auf mich in keinster Weise vergleichbar mit Trevor Milton von Nikola. Also wir haben hier eher einen eher bodenständigen CEO. Was man sagen kann, ist, dass er zwar jetzt auch natürlich gewisse Prognosen macht bezüglich der Lieferungen, die sie machen können im nächsten Jahr. Das ist natürlich auch vollkommen normal. Das erwartet auch der Aktienmarkt. Dass er aber in keinster Art und Weise irgendwie die Arroganz eines Trevor Miltons hat und sich mit Elon Musk vergleicht oder irgendwie zu sagen, wir werden jetzt das und das machen und so. Und vor allem macht er eins nicht, er widerspricht sich nicht ständig in seinen Aussagen bezüglich des eigenen Geschäftsmodells, sondern er macht für mich den Eindruck, dass er sehr genau weiß, was er will. Er spricht immer wieder von seinen beiden Flaggschiff-Produkten, die neben dem Van, der dann jetzt ja bald kommen soll, eben wie so eine Art, Regenschirmportfolio sein soll, also dass die ersten Flaggschiff-Produkte, die dann halt die ganzen weiteren anderen Produkte zur Folge haben werden und dass das Unternehmen eben fast alles versucht selber zu produzieren, eben wie es auch eben Tesla macht. Und deswegen von meiner Seite aus schon mal hier
einen grünen Daumen nach oben, das ist definitiv kein Scammer, so wie Trevor Milton. Also definitiv muss man immer aufpassen mit so einer Aussage, aber für mich, wenn ich das so abgleiche und ich kenne auch sehr gut diesen ganzen amerikanischen Zeitgeist und so und kann das, glaube ich, ganz gut abschätzen und würde jetzt auf keinen Fall sagen, das ist irgendwie jemand, der irgendwie hier Aktionäre hinters Licht führt oder den ganzen Tag irgendeinen Bullshit labert. Ja? Wie gesagt, das sieht man ja auch schon daran, dass eben auch andere Leute, wie zum Beispiel sehr große YouTuber, ich glaube fast 15 Millionen Abonnenten oder so, sich so ein Auto eben ausleihen und einen ganzen Tag damit rumfahren. Und das wäre ja zum Beispiel mit so einem Truck von Nikola Motors gar nicht möglich gewesen, weil sie weder Wasserstoff produzieren, noch irgendwas anderes jemals produziert haben, was jemals auch in irgendeiner Art und Weise von A nach B fahren würde. Deswegen Nikola weiterhin meiner Meinung nach ein Short-Kandidat. Kommen wir jetzt aber hier zum eigentlichen Unternehmen. Die Strategie ist ganz einfach, Direct to Consumer, Battery, ja, Electric Vehicles, also einerseits direkt an Firmenkunden, da gibt es ja auch diese 100.000 Fahrzeugbestellungen von Amazon bis ins Jahr 2030, die allerdings, wenn man sich den Deal genau anguckt, nicht unbedingt auf 100.000 ja, beziffert werden muss. Man erwartet aber, und das finde ich das Interessante, also Amazon erwartet, bis Ende 2022, das ist Ende nächsten Jahres, 10.000 von diesen Vans, die sie eben haben wollen. Dann in ihrem Fuhrpark mit ihrem Bestreben eben halt CO2-neutral und so weiter zu werden. Und ich würde mal sagen, das ja, ist ganz klar einer der wichtigsten Benchmarks auch für dieses Unternehmen, was es zu erreichen gilt für nächstes Jahr und woran man dieses Unternehmen dann eben auch ein bisschen besser bewerten kann, als man es jetzt aktuell tun kann. Denn von einer Situation jetzt, wo sie bisher 50 Autos tatsächlich produziert haben, erstmal auf ein Level von 10.000 Autos zu kommen, die sie ja jetzt noch nicht mal in Produktion haben, weil sie konzentrieren sich ja jetzt am Anfang erstmal auf dieses SUV und auf den Pickup und dieser Van ist ja erstmal noch ein anderes Modell. Beim IPO konnte man jetzt schon so ein paar von denen sehen, ja, aber wir wissen ja alle und das ist eine Sache, die man auch jetzt im, ja, in dieser Entwicklung von Tesla sehr schön sehen konnte, dass es eine Sache ist, ein schön designtes Prototyp irgendwo hinzustellen und eine ganz andere Sache, so ein Auto eben auch in Masse produzieren zu können und liefern zu können. Deswegen, das ist eine Sache, auf die muss man ganz klar schauen, finde ich. Ja. Und wie gesagt, das ist hier der SUV, das ist hier der Pickup. Beide haben allerdings auch, kann man jetzt nicht auch vergleichen, irgendwie von der Preisrange wie jetzt mit anderen irgendwie klassischen Autos, wie jetzt ein Model Y oder Model 3 oder so von Tesla. Deswegen diese ganzen Vergleiche, die muss man sowieso immer so ein bisschen vorsichtig sehen. Die liegen in der Preisrange von 65.000 bis 85.000. Und ich muss schon sagen, dieser Pickup, wenn man sich auch so ein paar Videos davon anschaut, ist schon ziemlich interessant, gerade wenn man sich auch anschaut, gerade wenn man jetzt so einen Pickup-Truck hat, ja, mit all seiner ganzen Ladefläche und den jetzt elektrisch mit Allradantrieb, also mit vier Elektromotoren immer in der Nähe vom jeweiligen Reifen, wo man dann halt eben auch gleichzeitig nicht nur die Performance hat, sondern aufgrund dessen, dass es eben durch die elektrische Bauweise sehr viel Platz in so einem Auto gibt, man dann alle möglichen wirklich spannenden Extras in so einem Auto verpacken kann, wie zum Beispiel eine eigene kleine Mini-Küche und andere Sachen, was ich schon durchaus spannend finde, auch wenn man jetzt zum Beispiel diesen Preis sich hier anschaut. Ja. Und dieses Unternehmen, da kann man dann wieder, finde ich, einen sehr guten Vergleich zu Tesla machen, weil sie eben von Anfang an sehr viel selber auch produzieren wollen. Bis Ende 2023 will man insgesamt 3000 Charger-Stationen in den wichtigsten Standorten in den USA aufgebaut haben. Man macht die eigene Software, das heißt auch das, weil man jetzt zum Beispiel im Auto eben die ganzen Bedienelemente hat, die man bedient und so den Touchscreen und so, all diese ganzen Sachen werden auch vom Unternehmen selbst produziert und nicht etwa irgendwie mit Android oder irgendwie so am Laufen gehalten. Die Batterien zum jetzigen Zeitpunkt noch keine eigenen, aber man plant eben auch eine eigene Batterieproduktion anzukurbeln. Das heißt, man hat hier ganz klar einen ähnlichen Fokus wie jetzt zum Beispiel Tesla mit dieser kompletten vertikalen Integration, so viel wie möglich selber zu machen, um die ganzen Sachen von Anfang bis Ende eben gut durchdacht auch anbieten zu können. Das ist ja auch eine Sache, die Tesla eben so auszeichnet. Viele sagen ja immer, es ist kein reiner Automobil
Produzent und ich stimme hier natürlich auch zu. Aber wir reden heute nicht so viel über Tesla, sondern mehr und mehr natürlich über Rivian. Insgesamt gibt es 4 Standorte in den USA, wobei aber, wie gesagt, nur ein Standort, also diese eine Fabrik in Illinois, die Autos wirklich dann auch großartig produziert. Die anderen Standorte sind dann einfach so, ja, Engineering, also da wird natürlich an den Autos herum konstruiert, da wird geforscht und so. Dann gibt es natürlich noch eine ganze Commercial-Abteilung, also die sich rund um den Vertrieb und so weiter kümmert und so weiter und so fort. So viel erstmal so ein bisschen zum Unternehmen selbst. Was noch interessant ist, dass das Unternehmen hier, man sagt, auch so eine Art Skateboard-Plattform verwendet für die Autoplattform selbst. Das heißt, durchaus auch adaptiv auf andere Fahrzeugtypen dann angewendet werden kann. Zum Beispiel sind die Teile von diesen Pickup und diesen SUVs wohl zu 90% dieselben. Ja, das heißt, das ist natürlich auch ein interessanter Ansatz, wo man sagen kann, okay, wenn es denen gelingt, einmal die Massenproduktion von diesen Autos anzuschmeißen und dann auch diese Autos zu verkaufen, ihnen es eben auch ermöglicht, dann von diesen Teilen aus und diesem System sehr schnell eben vielleicht auch günstigere Autos anbieten zu können, um dann wirklich halt eben in diesen Massenmarkt zu kommen. Ihr eigenes Ziel ist es ja, bis Ende 2030 eine Million Automobile ausgeliefert zu haben. Ja? Und man muss auch immer wieder sagen, neben all den ganzen Vergleichen, neben all den Hypes, die an der Börse stattfinden, dann auch mal wieder einbrechen und so, muss man auch immer wieder sagen, dass Tesla eines der einzigen Automobilautos ist, in den letzten, ich glaube, 60, 70 Jahren, welches gegründet wurde und nicht insolvent gegangen ist. Und das muss man auch immer, wenn man sich solche Bewertungen jetzt anschaut und wenn man jetzt irgendwie hofft, das nächste Tesla und so zu finden, was ich glaube, viele Leute tun, die bei diesen Kursen jetzt einsteigen, dass eben die meisten Unternehmen, und zwar über 99% im Bereich Startup, Elektromobilität und so weiter, pleite gehen, wie ja auch Tesla fast zweimal zwischendurch pleite gegangen ist, auch 2008 sogar noch. Ja. Und jetzt gucken wir uns mal ein bisschen die Bewertung an. So viel kann man da eben leider nicht zu sagen, weil sie eben, wie gesagt, noch keine Umsätze erzielen. Man kann natürlich sagen, der IPO war ein fantastischer Erfolg. Man hat jetzt 12 Milliarden Dollar durch diesen IPO einnehmen können, also hat jetzt erstmal ordentliche Menge Cash in der Tasche, was man aber natürlich auch braucht, weil natürlich rund um die Uhr Kohle verbraten wird und die Rate, mit der die Kohle verbraten wird, wird natürlich nochmal ansteigen. Das heißt, das Unternehmen plant jetzt ungefähr im Jahr in diesem Quartal allein einen Verlust von 1,2 Milliarden. Das heißt, wenn ihr das schon mal aufsummiert, im vierten Quartal werden diese Verluste wahrscheinlich nicht unbedingt weniger, weil je mehr sie ja jetzt in diesen Bereich kommen wollen, wo sie eben auch die Order, die irgendwie durch Kunden reinkommt, zu bedienen, desto mehr müssen sie ja hier in die Produktion und so weiter investieren, bevor sie überhaupt dann wieder entsprechend anfangen können, daraus Umsätze zu erzielen. Das ist ja halt nun mal dieses klassische Geschäftsmodell, was nichts mit Software und so weiter zu tun hat, wo du einmal ein Produkt fertig hast und es dann milliardenfach verkaufen kannst, sondern du musst jedes Automobil ja einzeln produzieren, du musst diese Fabrik instand halten, du musst viel Personal und so weiter einstellen und all diese ganzen großen Skaleneffekte, die tatsächlich das Produzieren deiner Autos günstiger macht, die kommen ja erst viel später, wenn du ein paar hunderttausend Autos produziert hast und die kommen jetzt noch gar nicht. Das heißt, die brauchen dieses Geld auch unbedingt und die werden meiner Meinung nach auch regelmäßig sich weiter verschulden müssen oder sogar Kapitalerhöhungen und so weiter machen müssen, weil auch diese 12 Milliarden nicht für 4-5 Jahre reichen werden. Das steht meiner Meinung nach schon fest. Ja, ich habe jetzt zum Ende noch mal so ein paar Vergleiche gemacht. Ihr könnt selber überlegen, wie relevant die für euch sind, weil es ist nun mal so, wenn man ein Unternehmen hat, welches man sozusagen für sich genommen einfach nicht bewerten kann, ohne Umsätze, ohne Gewinne und so weiter, weißt du einfach nicht. Warren Buffett sagt ja immer, Price is what you pay, value is what you get. Du weißt, was du zahlen musst, aber du weißt halt nicht, was du bekommst. Genau. Ja, das ist einfach eine Vision, eine Story, in die man investiert. Und deswegen finde ich ganz gut, dass man diesen Vergleich hier an dieser Stelle macht. Wie war denn damals Tesla beim Börsengang bewertet? Tesla hatte damals einen Marktwert von ca. 2 Milliarden US-Dollar. Und die haben, wie gesagt, einen von 100 Milliarden. Jetzt, wie gesagt, ganz am Ende sogar von 120 Milliarden US-Dollar.
bei gerade mal 50 produzierten Autos, wo Tesla damals schon 1000 produzierte Autos hatte. Ja, man muss aber auch sagen, also gemessen an dem IPO von Tesla damals, jetzt schon extrem überbewertet. Man muss aber natürlich auch sagen, IPO von Tesla damals, ich glaube irgendwann 2009, 10 oder irgendwie so oder sogar ein bisschen früher noch, das war natürlich auch noch eine Zeit, wo der Markt insgesamt auch noch nicht so reif für Elektroautos war. Das heißt, Tesla hat ja auch in gewisser Weise den Weg schon geebnet jetzt für neue Unternehmen in diesem Bereich, was es natürlich auch für die günstiger macht und ein bisschen schneller macht, eben hier voranzukommen. Deswegen kann man schon sagen, es ist jetzt gerechtfertigt, dass die nicht mit 2 Milliarden bewertet werden wie Tesla damals. Aber ob es jetzt gleich 120 Milliarden sind, das wie gesagt steht in den Sternen. Ja? Die Skalierung haben sie natürlich noch nicht, was Tesla jetzt bereits schon lange erreicht hat. Das heißt, Tesla wird wahrscheinlich schaffen, 1 Million Fahrzeuge in diesem Jahr auszuliefern. Das ist ja das Ziel, was die für 2030 sich angesetzt haben. Und hier muss man sagen, ist einfach Tesla schon so viel weiter und so viel schneller, dass die Frage bestehen bleibt, ob sie es überhaupt schaffen, schnell und rechtzeitig genug in diesen Massenmarkt überhaupt noch einzutauchen. Weil 2030 wird Tesla halt nicht mehr 1 Million, sondern wahrscheinlich 10 Millionen oder sogar noch mehr Autos produzieren und verkaufen können. Ja? Der Profit ist natürlich, ja, brauche ich gar nichts zu sagen, auch nicht da. Deswegen, nach klassischen Methoden kannst du halt diese Aktie nicht bewerten. Für mich ist es natürlich einfach so diese simple Frage, glaube ich, dass dieses Unternehmen jetzt in Zukunft weiter wächst und Bestand hat? Ich weiß es ehrlicherweise nicht. Ich finde den CEO auf jeden Fall interessant und da kann man ruhig recherchieren. Man kann natürlich auch immer so eine Art Spekulation machen, wo man sich sagt, hey, weißt du was, ich knall mir jetzt 50 Aktien davon ins Depot. Ja, dann habe ich irgendwie 5.000 Euro oder so investiert. Gut, wenn das Geld weg ist, ist es weg. Aber vielleicht habe ich ja eben die potenzielle Chance auf einen absoluten Verzehnfacher oder so weiter. Und ich glaube, so denken eben auch viele. Ich muss aber sagen, ja, bei all der ganzen Euphorie, die vielleicht nicht der CEO hat, die aber der Markt hat, wenn man sich teilweise Kommentare anguckt von Leuten, die sagen, ich investiere lieber in diese Aktie, weil der Aktienkurs steht bei 100 Dollar und Tesla steht bei 1.000 Dollar. Und deswegen kann ich ja, wenn ich in 100 Dollar Aktie investiere, mein Geld schneller verzehnfachen als bei einer 1.000-Dollar-Aktie. Ich mir dann so denke, Alter, bitte, Jesus Maria, hilf mir, Herr im Himmel, ja, lass Hirn regnen, so ungefähr. Und auf der anderen Seite gibt es so viel Liquidität auch im Markt, dass man überhaupt nicht weiß, wohin so eine Aktie noch gehen kann. Deswegen, wenn ich mir jetzt überlege, ist das ein Short-Kandidat, dann würde ich da die Finger von lassen, weil ich habe mir auch überlegt, okay, abgesehen von diesem Meilenstein und so, gibt es ja eigentlich nicht so viele Argumente oder auch so viele Sachen, die dazu führen können, dass der Aktienkurs jetzt dramatisch einbricht, außer es passiert halt eben wieder was ganz Neues oder was ganz anderes. Weil es gibt ja noch gar keinen Umsatz oder noch gar keinen Gewinn, der irgendwie sinken könnte oder so. Ja, das Einzige, was passieren könnte, ist, dass man eben irgendwie höhere Kosten hat als am Anfang angenommen, dass man eben nochmal eine Kapitalerhöhung und so weiter machen muss. Und das könnte natürlich dazu führen, dass die Aktie wieder einbricht. Aber ansonsten werde ich jetzt einen Teufel tun und anzufangen, diese Aktie hier zu shorten. Das ist bei sowas wie Nikola durchaus immer der Fall, wo man einfach einen Größenwahnsinnigen hat, der einfach Sachen sagt, die in keinster Form, in irgendeiner Art von Rationalität vereinbar sind, dann irgendwie noch ankommt und Tesla verklagt mit irgendwelchen abstrusen Sachen und so, da kann man natürlich sagen, okay, diese Aktie ist komplett eine Luftnummer. Hier ist natürlich auch sehr viel Luft drin, deswegen werde ich jetzt hier nicht investieren. Ganz klar ist das jetzt hier für mich kein Kauf, ja, aber wie gesagt, wer weiß, was die Börsen kurzfristig noch anstellen. Ich muss auch sagen, wenn ich mir so manche auch im englischsprachigen Bereich oder auch jetzt mittlerweile in Deutschland so Aktienkanäle und so weiter angucke, dann kriege ich immer mehr das Gefühl, es geht hier eigentlich mittlerweile so eine Art Börsenshow draus zu machen. Ja? Ob es jetzt der Videotitel ist, wo ich überall raufschreibe, ist das jetzt der Tesla-Killer oder so und so. Es ist einfach wenig solide Recherche irgendwie. Es ist viel Marktgeschreie immer überall mit drin. Und deswegen sollte man in so einer Situation, finde ich, eher immer so ein bisschen vorsichtig sein und nicht jeder gehypten Aktie direkt sein Geld hinterherwerfen. So viel erstmal dazu. Ich bin gespannt, was ihr zu Rivian sagt. Und dann können wir natürlich immer besser uns auch hier regelmäßig austauschen. Also bis zum nächsten Video. Rationale Grüße. Ciao, ciao.